Bevor es losgeht, ich habe für den Vollbildmodus eine neue Kamera und irgendwas hat mit der Einstellung nicht geklappt, ich denke mal. Das werdet ihr für heute verzeihen, vor allen Dingen, weil ich sie nur so am Anfang in den ersten 1,5 Minuten benutze und nachher sehr sporadisch, eher selten und von daher, ich schulde euch ein Bier. Viel Spaß mit dem Video. Ach, Freunde der totalen Sonnenfinsternis, politisch, gesellschaftlich, kritische Texte, ja, dass da mal was Neues und Interessantes kommt, diese Hoffnung, die habe ich schon längst und lange begraben. Zu klischeehaft, viel zu gut kalkuliert, viel zu stumm, viel zu einfach und viel zu platt sind solche Texte geworden, ohne wirklich auch mal was Neues zu bieten oder neue Themen zu bearbeiten. Es wird immer auf Nummer sicher gegangen und dem Zuhörer wird ganz genau gesagt, was jetzt richtig und was falsch ist und genau das, was die Musiker denken, ja, zufällig ist genau das Richtige und das sollst du als Zuhörer bitte schön auch denken. Umso überraschter, umso positiver war ich angetan, als ich plötzlich das Album von Universum 25 in den Händen hielt und es zum ersten Mal gehört habe. Halleluja, war das geil. Es wurden überhaupt keine Klischees erfüllt, obwohl einige Klischees wurden erfüllt, aber im Großen und Ganzen wirkten die Texte wirklich frisch. Nein, nicht nur die Texte, sondern auch musikalisch war das irgendwie was völlig Neues. Ich hatte das Gefühl, ich höre irgendwie eine verbesserte Version von Eisbrecher mit ganz vielen Punk-Einflüssen. Flüssen und durch die Stimme von Micha, ja man, keine Frage, hat man immer wieder in Extremo-Vibes gekriegt. Geil, einfach nur geil. Ich habe schon über die Band berichtet, noch bevor das erste Album rausgekommen ist und ich war schon mega gespannt. Ey, denn die Singles vorab, der Morgen danach, auch die Coverversion, die hier jetzt gerade im Hintergrund zu sehen ist von Der Traum ist aus, ja, die haben mir das Gefühl gegeben, okay, hier kommt etwas Neues auf uns zu. Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Metachemie. Vic für euch am Mikrofon und ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn ich möchte mit euch jetzt über eine Band sprechen. Ach Mensch, die hat es mir wirklich angetan. Das letzte Jahr stand für mich persönlich im Zeichen meiner eigenen Band, so wie meinem Familienzuwachs. Dementsprechend war ich ein bisschen weniger unterwegs und am Ende des Jahres mit der Lungenentzündung schon mal gar nicht mehr. Sonst hätte ich gerne viel mehr über die Band berichtet, aber jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, weil wir wissen, das zweite Album wird kommen und es wird heißen, die Maschinen wollen leben, yo, das ist der perfekte Anhänger, endlich mal wieder über diese Band zu sprechen. Leute, die hat es mir angetan. Ja, zu 100% haben sie das Rad natürlich nicht neu erfunden. Ich habe schon gesagt, irgendwie ist es doch NDH mit Punk-Elementen, mit einem schönen rockigen Mix begleitet von Synthesizern und frontal eine Stimme, die schön ins Mikrofon reinschreit, beziehungsweise reinsingt, reinkrächzt, reingrüllt. Sucht es euch aus, alles ist irgendwie mit dabei. Aber diese bekannten Elemente wurden super zusammengefügt, sie greifen so toll ineinander und schaffen eine Bandidentität, die es so für mich bislang nicht gegeben hatte. Wer jetzt durch meine Lobeshymne glaubt, ey, hier erwartet uns ein Ding, ein Rockbrett, welches höchst kompliziert, ja sehr anspruchsvoll präsentiert ist, nein, überhaupt nicht. Also wirklich, ich finde die Songstrukturen sehr überschaubar, man findet ziemlich schnell Zugang zu der Musik. Ich denke, das soll auch gar nicht Schwerpunkt dieser Band sein bzw. werden. Die Band hatte einen völlig anderen Fokus und hier sind wir wieder bei den Texten angelangt. Warum habe ich meine Schnauze voll von diesen politisch, gesellschaftlich kritischen Texten? Leute, ich bin doch großer Ärzte und Tote Hosen-Fan und mein Gesang, das lässt sich nicht leugnen, ist auch sehr stark von Campino inspiriert. Ja. Aber Leute, Punk-Bands heutzutage. Punkmusik stand irgendwie für Widerstand und war daher auch für viele in der Pubertät steckenden Menschen einfach so diese richtige Musik, denn man konnte jedes Mal den Mittelfinger hochheben, schön pogen und die Sau rauslassen. Man war gegen alles und man konnte rebellieren, auch ohne wirklich einen Grund zu haben. Aber vom Flair der Rebellion ist an sich nicht viel übrig geblieben. Punkmusik bedeutet heutzutage, wir singen von oben gegen unten. Ja, wenn die Regierung mehr Umverteilung haben möchte, komm, dann schreiben wir jetzt Lieder gegen den Kapitalismus. Wenn die Regierung Abstand zur Opposition haben möchte, ja, dann schreiben wir Lieder gegen die politischen Gegner. Und wenn die Politik eine große gesellschaftliche Transformation haben möchte, ja, dann schreiben wir Lieder gegen den Westen und seine Werte. Wenn die Machthaber sich bedroht fühlen durch die nächsten Wahlen, weil die Bevölkerung sie nicht haben möchte, ja Mensch, dann können wir immer noch Texte schreiben über das dumme Volk. Und wenn das Parlament eine stärkere Besinnung auf die EU haben möchte, yo, dann gibt es immer noch tolle Texte, die man gegen Amerika schreiben kann. Denn wenn man nur das Richtige auf den Tisch haut und das ganz einfach und platt macht,
Ja, Mann, da gibt es große Lobgesänge, wie zum Beispiel von Heiko Maas oder anderen führenden Politikern, wie hier zum Beispiel von Frank-Walter Steinmeier. Dann ist es auch völlig egal, wie krass schlimm deine Texte sind, wie gewaltverherrlichend die Texte sind und welche Umsturzfantasien dort hervorgehoben werden. Die Politik sowie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien, die sieht dann plötzlich gar kein Problem mehr in deiner Musik. Und man kann sich sicher sein, dass staatlich finanzierte Töpfe auch über deinen Kopf ausgeschüttet werden. Wie hier zum Beispiel, wir sind mehr. Natürlich, ich habe diesen positiven Hintergrund oder diesen positiven Aspekt dahinter schon verstanden. Nichtsdestotrotz hatte ich damit meine Probleme, auch mit der Aussage, wir sind mehr. Vielleicht liegt das daran, dass ich einen osteuropäischen Hintergrund habe und ich weiß ganz genau, das war die Philosophie der Bolschewisten. Also von einer Gruppe, die massenhaft tausende, Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, denn wir sind mehr, wir haben automatisch recht. Und wenn 5 Männer eine Frau vergewaltigen wollen, hey Mann, Hashtag wir sind mehr, ist alles cool, ja? Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn man weiterhin korrekt bleibt, dann ist nicht nur die Politik auf deiner Seite, nein, auch die Medien, die finden dich ganz toll und man darf die Tagesschau zum Beispiel anmoderieren. Leute, glaubt nicht, dass es mir gerade leicht fällt, Bands wie die Ärzte oder zum Beispiel Tote Hosen einmal durch den Kakao zu ziehen. Wie gesagt, ich bin großer Fan dieser Bands und vor allen Dingen die Hosen, ich liebe diese Band. Aber auch diese Bands sind nun mal leider nicht ganz zu 100% perfekt, sondern vielleicht nur zu 95%. Zum Beispiel hier bei Black Lives Matter, da ist man mit auf die Straße gegangen, die Medien klatschen und applaudieren und man kann sich sicher sein, die nächste CD hat viel bessere Kritiken, aber dass diese Bewegung auch Menschenleben auf dem Gewissen hat, dass Mord und Totschlag ausgeübt wurde. Ja, es wurde auf der Straße sogar ein kleines Mädchen von der Black Lives Matter Bewegung hingerichtet. Ja, daran findet man keinerlei Kritik. Aber hey, das ist den Medien ja auch egal, weil man dieses Foto wunderbar als Promo-Aktion benutzen kann. Denn letzten Endes gibt es dafür gute Schlagzeilen und man steht auf der richtigen Seite des Lebens. Und dieses Gefühl hatte ich bei Universum 25 nicht. Bei Universum 25 hatte ich das Gefühl, diese Leute stellen sich hin und sagen, das und das und das passt uns nicht. Ob das Ganze von der Regierung ausgeht, ob das Ganze von irgendwelchen bekloppten Verschwörungstheoretikern ausgeht oder ob das Ganze aus einem gesellschaftlichen Konstrukt herausgeht. Entschuldigung. Ob das Ganze aus einem gesellschaftlichen Konstrukt herausgeht, entspringt. Das und das passt uns nicht und darüber schreiben wir, Leute. Und wisst ihr was? Wir heben nicht diese Moralkeule und hauen sie euch auf den Kopf. Und dieses Album, Leute, ich liebe es und es ist einfach Zeit für mehr. Und inzwischen wissen wir, yo, es wird ein zweites Album geben. Die Maschinen wollen leben. So heißt zumindest die Tour für 2025, die bereits angesagt wurde. Und gehen wir mal sehr stark davon aus, dass genau so das Album heißen wird und das Artwork, was wir sehen, was im Übrigen mega geil und mega gelungen ist, ja, das wird auch sehr stark wahrscheinlich an das Artwork des Albums angelehnt sein. Was die Band über das neue Kapitel schreibt, das kann ich euch vorlesen. Ich rechne mal damit, dass meine Zuschauer weder lesen noch schreiben können. Lange haben wir euch auf die Folter gespannt, doch jetzt wollen wir euch endlich erlösen. Wir gehen wieder auf Tour. Nach den unglaublichen Shows mit euch haben wir einfach gespürt, dass wir ein neues Kapitel in der Bandgeschichte aufschlagen müssen. Leute, und ein neues Kapitel, klar, das bedeutet auch ein neues Album, wurde ja bereits angesagt. Ab dem 15.03. um 10 Uhr habt ihr die Möglichkeit, euch schon mal vorab exklusiv Tickets auf Eventim zu sichern. Zu dieser Tourankündigung wird es bald weitere Neuigkeiten geben. Denn seid euch sicher, der Morgen danach ist nicht das Ende, sondern ein ganz neuer Anfang. Die Maschinen wollen leben. Ja, Mann, und ich sage euch, diese Ankündigung wird sein, das Album wird Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ich glaube aber tatsächlich, November, Dezember erwartet uns das Album. Und bereits in den nächsten Wochen, lass es von mir aus schon April, Mai sein, erwartet uns die erste Single und das erste Video des kommenden Albums. Dass die Songstruktur sehr einfach, sehr zugänglich präsentiert wird, das passt voll hinein, Mann. Solche punklastigen Texte, die müssen einfach auf die Fresse gehen und dementsprechend muss das musikalische Arrangement stimmen und es stimmt. Und Leute, obwohl diese Texte dann doch irgendwie voll auf die Fresse sind, funktionieren sie komplett ohne Moralkeule. Mann, die haben ein Spagat erschaffen. Klar, es gab auch Texte wie zum Beispiel Die Leichen der Zeit. Ja, das ist natürlich
sag ich mal so, das Klischeehafteste, welches uns auf ein Album erwartet, beziehungsweise erwartet hatte, nach dem Motto, ja, wir Europäer, wir gehen irgendwo nach Afrika, wir beuten dort diese Menschen aus und dass die dort Hunger und Not leiden, ja, irgendwie sind wir daran schuld. Ach, so einfach sehe ich das dann doch nicht, denn, ja, ich sehe da schon eher die Diktatoren und die Gangs und die Clans, die diese Völker dort vor Ort unterdrücken, mehr in der Verantwortung als mich selber. Ja Leute, ich glaube, ich muss es nicht sagen, aber ich will es nochmal sagen. Ich freue mich unglaublich auf die Scheibe und irgendwie tut es mir jetzt gerade leid, dass ich gegen die Hosen geschossen habe, denn ich liebe diese Band und ja, Campino war zum Beispiel der Einzige, der damals die Eier hatte, bei der Echo-Verleihung etwas zu sagen bei diesen Antisemitismus. Zwischen Texten, ich will es nicht wiederholen. Ich fand es widerlich, was die Rapper dort in ihren Songs verarbeitet haben. Und Campino war der Einzige, der sich wirklich auf die Bühne gestellt hat und da sein Maul aufgemacht hat. Ne? Mich interessiert natürlich, was ihr erwartet. Was glaubt ihr? Wie wird sich die Band Universum 25 entwickeln? Ich denke mal, textlich wird sich nicht allzu viel bewegen. Ich glaube auch, der Stil der Musik, da wird sich nicht großartig viel ändern. Auch am Sound wird sich nicht viel ändern. Und wisst ihr was? Das muss es auch nicht. Denn so, wie diese Musik kombiniert und erstellt wurde, war es schon was ganz Neues. Daher ist diese Schiene noch nicht ausgefahren. Da geht noch mehr. Da kann man ruhig nochmal ein zweites Album raushauen, welches sich relativ nah an diesem orientiert. Etwas kryptischer als die Texte von Universum war neulich die Aussage auf Instagram von Richard Kruspe. Er spricht von einem Neustart, von einem Neubeginn. Was ist da los im Hause Rammstein? Und ein weiteres cooles Album, was ich euch so sehr ans Herz legen möchte, ist Bruce Dickinson, The Mandrake Project. Auch hier die Review findet ihr neben dem Rammstein-Video in meinem Abspann. Leute, gerne abonnieren, macht's gut, ich bin Vic von Metachemie. Einen geilen Abend wünsche ich euch.